Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC mit Man United. Und wir sind in einer Phase der Saison, wo man ein bisschen aufpassen muss. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier nämlich den FC Liverpool auf Platz 1, City auf Platz 2. Wir sind Stand jetzt im Meisterschaftskampf und nicht falsch verstehen, wären wir am Ende Dritter oder Vierter, wären nämlich voll zufrieden, rein vom Ergebnis her. Aber was ich meine mit, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir spielen jetzt gegen West Ham. Wir haben 22 Spiele gespielt, haben aber noch 16 vor uns. Und West Ham ist eins dieser Teams, die irgendwie in der Nähe sind, um nochmal anzugreifen, was die Champions League-Plätze angeht. Momentan sind es zwar 10 Punkte Abstand, sollten sie aber gewinnen, sind es nur noch 7. Noch viel gefährlicher ist der FC Arsenal mit 39 Punkten. Aber auch Tottenham sollte man nicht unterschätzen mit ihm 35 Punkten, denn auch die könnten eventuell davon profitieren, wenn wir verlieren. Bedeutet, wenn wir das Spiel gegen West Ham nicht gewinnen sollten, könnte die Lage sich zuspitzen, auch weil Aston Villa natürlich da in der Nähe ist. Also das ist noch lange nicht durch, dass man sicher in der Champions League ist. Umso wichtiger das Duell gegen West Ham. Nach West Ham haben wir tatsächlich das Duell gegen Aston Villa, was sogar noch einen Ticken bedeutender ist als das Duell gegen West Ham, weil wir hier dann wirklich über ein Team reden, die sogar im Wörtchen um die Meisterschaft mitreden können. Und wir haben noch PSV Eindhoven in der Champions League. Also einige geile Duelle. Ich würde sagen, wir gehen rein da. Ich habe Bock, ich hoffe ihr auch. Gucken einmal hier auf West Ham United, die zuletzt überragend in Form sind. 2 Unentschieden, 3 Siege in den letzten 5 Spielen. Also wir spielen hier wirklich in einem absoluten Top-Duell gegen die Hammers. Hier haben wir die Ausstellung von Manchester United mit Onana im Tor. Danilo, Varane, Martinez und Shaw in der Viererkette. Maino, Anthony, Mount, Uzun und Garnacho im Mittelfeld und ganz vorne Tony im 4-2-3-1-System. Uzun kriegt heute mal die Chance gegen West Ham in der Premier League. Ich will da einfach mal einen neuen Impuls setzen, gerade weil wir zuletzt gegen die Wolves da etwas zu kreativlos waren und deswegen heute Can Uzun mit einer großen Chance für sich selber. Dann haben wir bei West Ham United Areola im Tor, Koufal, Alvarez, Aguirre und Robinson in der Viererkette. Suchek und Ward-Prowse hier im ZDM, Kudus auf rechts, Santos auf links, dann Paqueta im ZOM und Moreno ganz vorne im 4-2-3-1-System. Hier West Ham United. Ivan Toni, Garnacho, Can Uzun. Can Uzun und der Pass ist gut. Der Pass war richtig gut hier von Can Uzun. Garnacho mit der großen Chance. Garnacho mit der Chance und Garnacho macht ihn rein. Can Uzun nutzt auch gleich mal seinen Startelf-Einsatz hier in der Premier League mit diesem guten Assist auf Garnacho. Und der junge Argentinier kann hier treffen. Also United mit junger Power gehen sie hier in Führung. Der junge Alejandro Garnacho mit dem Treffer, 1-0 Manchester United. Dieser Pass hier hat die Abwehr von West Ham United ausgeschaltet. Die versuchen da noch hinterher zu rennen, haben da aber keine Chance mehr, irgendwie Garnacho so zu stören, dass er das Ding vielleicht nicht reinmacht. Areola versucht da noch ranzukommen, hat keine Chance. Und dann steht es 1-0 für Manchester United nach 7 Minuten durch Alejandro Garnacho. Kurzer Pass hier von West Ham auf Alvarez. Gerard Moreno mit dem Schuss. Onana hat den. Onana hat den pariert. Paquetas Ball ist richtig gut in Strafraum gespielt an Kudus. Und jetzt hier die Möglichkeit. Paqueta wieder. Onana im kurzen Eck. Onana im kurzen Eck. Starke Parade hier von unserem Keeper. Es bleibt erstmal beim 1-0 United. Luke Shaw spielt den Ball auf Garnacho. Es geht bei United heute fast alles über die linke Seite, muss man sagen. Koufal. Oh, der Pass ist nicht schlecht von Koufal. Da ist aber Raphael Varane, der das Ganze hier klärt. Man muss Raphael Varane sowieso mal loben. Der spielt bisher in der Rückrunde 1A. Der war in der Hinrunde immer mal wieder ein Problemfaktor, aber in der Rückrunde ist er bisher überrangt. Und jetzt hier Anthony mal mit einem Antritt. Das ist stark und Anthonys Pass ist richtig gut. Ivan Toni. Ivan Toni macht ihn nicht rein. Kann ihn da im 1 gegen 1 gegen Areola leider nicht verwandeln. Ja, United hier teilweise gut am Pressen, muss man sagen. Aber West Ham mit viel Ballkontrolle. Die haben natürlich nicht mehr so viel Spielzeit. Versuchen hier den Ball erstmal zu kontrollieren. Calvin Phillips hat dann einen genialen Moment. Er kann das ja eigentlich. Calvin Phillips hier. Und dann ist da am Ende Can Uzun sogar heute defensiv mit am Start. Stark, wie Can Uzun das da klären konnte. Und jetzt hier die Möglichkeit für United. Toni gibt den gut ab auf Can Uzun. Und das ist jetzt hier vielleicht eine 2 gegen 1 Situation, wenn sie es gut ausspielen. Can Uzun, nein, der Ball bleibt hängen. Der bleibt weit hängen, aber Uzun mit einem guten Einsatz. Was für ein Einsatz. Oh, der Ref sagt Foulspiel. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, aber der Ref sagt Foulspiel. Trotzdem geiler Einsatz von Can Uzun, der wirklich hier die Chance, die er heute kriegt, für Bruno Fernandes im ZOM zu spielen, wirklich nutzen kann. Und jetzt aber wiederum West Ham. West Ham mit einem guten Antritt. Kudus. Kudus jetzt hier. Kudus. Oh, Martinez. Martinez klärt es.
Wem brauchst du, wenn du einen wichtigen Zweikampf am Ende brauchst? Wem rufst du dann? Natürlich ist es dann Lisandro Martinez. Even Tony kann den Ball wieder nicht halten. Also nochmal West Ham. Haben sie doch nochmal diese eine Chance. Paqueta. Paqueta jetzt hier. Die suchen die Chance. Lucas Paqueta, aber der muss sich jetzt beeilen. Ist nicht ganz so einfach. Findet den Mann jetzt hier Gerard Moreno. Und da ist André Onana und das Spiel ist rum. Das Spiel ist rum. United bleibt hier wieder mal ohne Gegentreffer. 1-0 Sieg gegen West Ham United, die am Ende noch einiges versucht haben, aber es nicht schaffen konnten, einen Treffer zu erzielen. Ja, es, am Ende war es die Kombination Uzun und Garnacho, die uns den Sieg gebracht haben und diese ganz, ganz wichtigen drei Punkte. Damit stößt man natürlich auch West Ham schön weit weg, was die Champions-League-Plätze angeht. Man sieht auch beide Teams nicht so viele Chancen gehabt. Daher ist dieses, ja, dieses 1-0 super wichtig, vor allem weil die Spurs unentschieden gespielt haben und auch Chelsea gepatzt hat. Sehr gut. Sehr, sehr gut, wenn wir mal einen Tag vorgehen. Abschlussberichte haben wir hier nochmal, aber das passt erstmal. Oh, schaut mal. Schaut mal, Arsenal hat auch nicht gewonnen. Arsenal konnte auch nicht gewinnen. Im Gegenteil, Arsenal hat sogar verloren. Oh, das war so wichtig. Wir sind jetzt 9 Punkte vor einem Nicht-Champions-League-Platz. Überleg mal, was für Big Points das hier gerade sind. So wichtig. Und wir sind auch nach wie vor im Meisterschaftskampf. Und jetzt geht es gegen Aston Villa, die 46 Punkte haben. Also United Aston Villa ist gleich ein Duell um die Meisterschaft. Wer hier verliert, könnte so ein bisschen ja, schleifen lassen. Aber das wird sehr interessant. Das wird sehr, sehr interessant. Ich glaube, im FA Cup steht unser Gegner jetzt fest. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Im Nachholspiel hat Arsenal gewonnen und Coventry. Und wir spielen gegen Celtic. Okay, gegen Celtic Glasgow. Nice. Interessant. Hier im Achtelfinale dann. Brighton Brentford, Chelsea Rangers, Hibernian gegen Crystal Palace, Coventry Norwich, Aston Villa West Ham, Wolverhampton Millwall, Arsenal Nottingham Forest und wir gegen die Celtic Glasgow. Nice. Gehen wir jetzt erstmal rein gegen Aston Villa. Absolutes Top-Duell gegen Villa. Letzte 5 Spiele, 4 Siege, nur ein Unentschieden. Also Aston Villa in absoluter Top-Form. Hier haben wir die Aufstellung von Aston Villa mit Martinez im Tor. Cash, Torres, Konsa und Digne in der Viererkette. Kamara und Douglas Luiz im ZDM, Diaby und Bayer auf Außen, Watkins und Immobile ganz vorne im 4-2-2-2-System bei Aston Villa, die wirklich ein brutales Team haben. Wir hier mit Onana im Tor, Dalot, Varane, Martinez und Danilo heute mal auf links, der ist eh super flexibel, innen, rechts, links, den kannst du jedes Spiel woanders hinstellen. Dann haben wir hier Maino und Mount im Zentrum, Anthony zusammen mit Garnacho auf Außen, Can Uso nach seinem guten Auftritt gegen West Ham darf er wieder von Anfang an ran. Und Ivan Toni im Sturmzentrum im 4-2-3-1-System. Diaby, der könnte es jetzt mit Geschwindigkeit probieren. Spielt er den Ball auf Matty Cash, das ist gut gespielt. Jetzt hier Watkins. Watkins, na die Grätsche war nicht gut. Jetzt hier die Möglichkeit für Maximilian Bayer. Das ist super gespielt von Aston Villa. Maximilian Bayer hier mit dem Treffer. 1-0 hier für die Williams. Und wir sind hier jetzt im Rückstand. Es war gut gespielt, schönes diagonales Spiel von Villa. Und Maximilian Bayer mit einem schönen, flachen Abschluss. Sehen wir hier gleich nochmal. Guter Pass von Watkins und Bayer schön über Kreuz auch gelaufen. Und der Abschluss ist top. Der Abschluss ist top. Onana hat da keinerlei Chance ranzukommen, weil der super, super platziert hier war. Also ganz starker Treffer hier vom jungen Deutschen von Maximilian Bayer, der hier im linken Mittelfeld von Aston Villa agiert. Stark abgefangen von Varane. Stark von Varane abgefangen, die Villa-Fans. Er beschwert sich da ein bisschen, aber es war kein Foulspiel. Garnacho. Und Garnachos Pass ist gut gedacht, aber nicht gut umgesetzt. Aber was macht da der Willer-Spieler? Garnacho holt sich den. Starkes Pressing. Ivan Toni hält den Ball. Macht das stark. Gibt den jetzt hier nochmal auf Can Uzun. Can Uzun mit seinem linken. Der Ball wird aber abgewehrt. Die Willer-Abwehr kann das hier erstmal klären. Aber United presst gleich weiter. Sie versuchen die ersten Willer unter Druck zu setzen. Diaby. Diaby, das ist ein gefährlicher Angriff hier. Diaby hat sehr viel Platz. Danilo kommt da überhaupt nicht hinterher. Diaby jetzt hier. Diaby geht da ins Strafraum. Nein, da ist Lisandro Martinez. Was für ein Zweikampf. Und geht auch stark an seinem ersten Gegenspieler vorbei. Can Uzun spielt den auf Maino. United mit sehr viel Platz im Mittelfeld. Das darf ihn Aston Villa eigentlich nicht so geben. Jetzt der Ball auf Ivan Toni. Ivan Toni hat den. Spielt den mit der Hacke weiter. Mason Mount hat den Ball jetzt immer auf Maino gespielt. Maino. Maino spielt den rüber. Schwach. Ciro Immobile, der Italiener. Immobile, guter Pass. Oli Watkins. Oli Watkins jetzt hier. Gibt den Ball ab auf Diaby. Diaby, aber da ist Danilo. Starker Zweikampf vom Brasilianer. Jetzt hier Can Uzun. Kontermöglichkeit United. Can Uzun spielt den mit der Hacke auf Garnacho.
Garnacho hat den, spielt ihn seinerseits mit der Hacke nochmal auf Can Uzun, der den Ball da ebenfalls hat. Gute Kombination zwischen beiden Spielern. Jetzt hier Can Uzun. Can Uzun hat den, spielt den auf Evan Toney in den Rückraum, der da gut stehen geblieben war. Und Toney mit einem guten Abschluss an sich. Das war auch super rausgespielt, unter anderem von diesem Mann hier, der jetzt die gelbe Karte gekriegt hat. Aber leider kann der Schuss von Toney nicht aufs Tor gehen. Can Uzun spielt den gut auf Dalot. Und jetzt haben wir hier Anthony. Anthonys hoher Ball ist gut gespielt. Uzun gibt den super ab. Da ist jetzt Evan Toney. Evan Toney mit dem Schuss, aber da ist Emiliano Martinez dran. Und jetzt hier Aston Villa. Watkins, der passt es gut. Diaby. Aber Onana hält. Onana hält hier die... ich wollte gerade sagen die 0. Das stimmt natürlich nicht. Hält erstmal das 1-0 fest. Und es gibt jetzt gleich ein paar Wechsel bei United. Danilo raus für Shaw. Dafür kommt auch noch Hoyland rein für Evan Toney. Leon Bailey gibt den ab auf Kyle Walker, der eingewechselt worden ist. Kyle Walker mit einem unglaublichen Antritt. Das ist eine gute Möglichkeit hier für Aston Villa. Rafael Varane klärt es. Es ist am Ende Rafael Varane, der klären kann. Wir gehen jetzt auf sehr offensiv und versuchen gleich alles reinzuschmeißen. Erstmal aber Ecke Douglas Luiz. Die Ecke wird geklärt, wieder von Rafael Varane. Stark. Mason Mount kriegt den Ball da leider nicht. Und es gibt hier aber Vorteile, obwohl es Foulspiel war. Leon Bailey jetzt hier. Leon Bailey ist da dran. Was kann United machen? Leon Bailey löst sich da überragend. Der Schuss, den hat Martinez. Da kann er nicht viel machen, leider. Da kann er leider nicht viel machen, weil er den Ball gerade hat. Und Watkins ist direkt da. Etwas unglücklich. Etwas unglücklich hier für United gelaufen. 2-0 Aston Villa. Das sieht nach einem großen Sieg hier aus für die Heimmannschaft. Damit sind sie nicht nur, wie sie allgemein schon mit dabei waren im Meisterschaftskampf, sondern, ja, sie stellen die Ansprüche fast noch einen Ticken höher, dass man wirklich sagt, okay, wir sind nicht irgendwie mit dabei, sondern wir sind einer der Top-Favoriten. Weil sie schlagen hier gerade United 2-0. Man hat schon das erste Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Villa verloren. Also es sind zwei Niederlagen gegen Villa dann. Und die zeigen eben, ey, wenn sie am Ende Meister werden, das ist nicht so die dicke Überraschung. Und jetzt hier Bruno Fernandes, hast du eine Antwort drauf? Bruno Fernandes, der Ball, spielt da gut rüber. Anthony, der Ball ist gut gespielt. Hoyland, oh, schade. Das hätte es sein können. Es wäre abseits gewesen. Es wäre abseits gewesen, Leute. Schade. Es war trotzdem nochmal schön rausgespielt von United. Irgendwas konnte man nochmal probieren. Bruno Fernandes zeigt auch nochmal kurz seine Qualitäten. Bringt direkt Gefahr rein. Aber alles wird nichts mehr bringen für United. Hoyland, außer man macht jetzt irgendwie noch sensationell was. Aber auch der Ball wird abgefangen. Nee, das Ding ist jetzt offiziell rum. 2-0 Aston Villa. Glückwunsch. Je nachdem, was die Konkurrenz gemacht hat, könnten wir so ein bisschen rausgedrängt werden aus dem Meisterschaftskampf. Wobei auch das nicht ganz, ne? Aber das ist schon ein Rückschlag, wenn man wirklich über die Premier League-Trophäe sprechen. Jetzt halt die Frage, was hat die Konkurrenz gemacht? City gegen Everton, Liverpool gegen Burnley. Eigentlich zwei Siege für beide Teams. Aber wir schauen mal. Was hat das jetzt hier bedeutet in der Premier League? Ja, Villa ist an uns vorbei und die anderen beiden haben gewonnen, ja. Ja. Tendenz geht dann schon eher dazu, wir kämpfen um die Top 4, was ja immer noch brutal ist. Also klar, es sind nur 6 Punkte, logisch, ne? Noch sind wir nicht ganz raus, aber das, dieses Duell gegen Aston Villa. Alles ist möglich, aber leider auch noch nach unten, dass man nur Fünfter wird. Aber ich glaube nicht, dass wir so konstant sein können, dass wir echt mit City und Liverpool mithalten können. Villa muss man ja auch sagen, die sind momentan in so einer abartig guten Form, dass ich auch glaube, dass wir da irgendwann ein bisschen abreißen lassen müssen. Aber hey, Platz 4 wäre absolut okay. Nächstes wäre jetzt hier gegen PSV Eindhoven. Champions League. Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Gehen wir rein hier gegen die PSV aus Eindhoven. Letzte Spiele bei denen. Eine Niederlage, 2 Unentschieden, 2 Siege. Wichtigste Spieler, beziehungsweise der wichtigste Spieler laut dem Spiel, offensiv wie defensiv, das würde ich mal bezweifeln, ist Boskalli. Hier haben wir die Aufstellung von PSV Eindhoven mit Benitez im Tor. Dest, Ramallo, Boskalli und Van Arnold in der Viererkette. Schouten, Till und Saibari im Dreiermittelfeld. Dann Bakayoko auf rechts, Lang auf links und De Jong ganz vorne im 4-3-3-System. Manchester United mit Onana im Tor, Dalot, Danilo, Martinez und Shaw in der Viererkette, Maino, Diallo, Matt O'Reilly, Bruno Fernandes und Garnacho im Fünfermittelfeld und Evan Toney ganz vorne im 4-2-3-1-System. Shooten, jetzt hier Lang, Noah Lang gibt den gut ab, Bakayoko, Van Arnold ist es, sorry, jetzt Saibiri, Noah Lang. Jetzt haben wir Van Arnold hier, PSV Eindhoven im Strafraum von United, können sich den Ball dort hin und her spielen, machen das überragend hier.
United komplett eingedrängt. Bakayoko mit dem Schuss, der wird aber abgewehrt. Ah, da hätte Bakayoko noch ein bisschen mehr Geduld gebraucht. Even Tony. Und jetzt hier Garnacho. Garnacho versucht es jetzt auch mit Geschwindigkeit. Garnacho macht das Überrang. Überrang, der Lauf von Garnacho. Even Tony, oh, läuft da so ein bisschen ins Abseits. Garnacho gibt den rüber. Da ist Bruno Fernandes. Und dann steht es hier 1-0 Man United. Bruno Fernandes kann es kaum glauben. Selber eben noch im Bedrängnis Man United. Und jetzt hier das 1-0. Ja, letzte zwei Spiele mal auf der Ersatzbank gewesen. Can Uzun hat die große Chance bekommen, hat das auch nicht schlecht gemacht. Aber Bruno Fernandes das erste Mal wieder in der Startelf nach zwei Spielen. Und zack, macht er gleich mal den Treffer. Wobei man sagen muss, ganz, ganz großes Lob geht natürlich auf Garnacho, der hier den Ball super vorbereitet hat. Aber das 1-0 ist doch schon mal ein guter Schritt Richtung Viertelfinale für Man United. Vergisst nicht, United hat nur im ersten Gruppenspiel gegen Bayern ein Gegentor kassiert. Seitdem 5 Spiele am Stück in der Champions League ohne Gegentreffer. Noah Lang, Saibiri, jetzt hier PSV-Eindruck übers Zentrum. Till mit einer guten Bewegung, Till mit dem Schuss. Da ist aber André Onana, der den Ball von Till hier erstmal parieren kann. Boah, der Pass ist überragend. Was für ein Pass auf Bakayoko. Luke Shaw kommt da nicht hinterher. Bakayoko, aber Danilo mit einem Top-Tackling. Danilo stoppt hier erstmal Bakayoko. Und damit, bleibt es hier erstmal beim 1-0 United. Luke de Jong. Und Danilo schon wieder mit einem Top-Tackling. Was spielt der bitte hier gerade für eine Partie? Also Danilo überragend. Und der Ball von Tony auf Garnacho war auch richtig gut. Garnacho mit der Chance. Oh, legt er sich den Ball zu weit vor? Nein, anscheinend nicht. Garnacho das 2-0. Es ist Alejandro Garnacho, der hier in Minute 40 das 2-0 macht. Und United kontert das zweite Mal richtig gut. Danilo hinten räumt er ab. Dann der astreine Konter hier. Garnacho mit dem richtigen Lauf legt sich den Ball nicht wie zuerst gedacht zu weit vor und überwindet damit hier jetzt Benitez. Erst die gute Vorlage, jetzt selber der Treffer. Also Alejandro Garnacho hier gerade mit seinem ganz, ganz großen Moment in der UEFA Champions League hier im Achtelfinale gegen die PSV aus Eindhoven. Die Nummer 17 von United hier wirklich mit einem big, big Game. Ich denke, man kann so sagen, das ist bisher das größte Game von ihm und auch der beste Auftritt in so einem großen Game. Saibiri und der Pass ist überragend. Geiler Pass von Saibiri, muss man sagen. Till jetzt hier am Matt O'Reilly humorlos. Denkt sich auch so, was wartest du denn da, den Ball abzugeben? Dann hole ich ihn mir eben. Und Bruno Fernandes holt sich den ebenfalls. PSV Eindhoven verliert hier leichtfertig den Ball. Und jetzt hier, oh, Tonis Laufweg ist nicht perfekt. Tonis Laufweg war überhaupt nicht perfekt. Jetzt hier Garnacho, gib den nochmal ab. Jetzt haben wir hier Matt O'Reilly mit der Hacke auf Amad Diallo. Amad Diallo mit seinem linken Benitez hält den. United spielt es ein bisschen zu kompliziert. Boah, Luke de Jong. Das ist die Chance. Luke de Jong. Onana hält den. André Onana hält diese Riesenchance für PSV Eindhoven fest. Wahnsinn. Und Luke de Jong, der wird sich denken, das gibt's nicht. Was habe ich da gerade liegen lassen? Das darf ihn ja nie und nimmer passieren. Sowas darf ihm nie und nimmer passieren. Jetzt hier Till. Boah, die Grätsche ist hart. Vorteil, der Schuss. Und Nana sieht den extrem spät. Diese Parade, die dürft ihr nicht underraten. Er sieht den Ball extrem spät und ist dann einfach unten. Wahnsinnsparade. Bruno Fernandes, was für ein Pass. Und jetzt Garnacho. Garnacho macht da sein zweites oder legt er den vielleicht sogar ab. Garnacho macht es selber. 3 Scorer für den jungen Argentinier, 2 Tore, 1 Vorlage, eine Weltklasse-Partie für den jungen Alejandro Garnacho. Wartet lange mit dem Abschluss, überwindet dann trotzdem hier Benitez, der sich breit macht, der versucht alles, um dieses Tor zu verhindern, aber Alejandro Garnacho lässt dieses Tor nicht verhindern. Überragend, wie er das spielt. Gibt nochmal ein paar Wechsel hier jetzt bei United. 3-0, das sieht doch nach einem sicheren Weiterkommensstand jetzt aus für das englische Team hier gegen PSV Eindhoven. Und vergisst nicht, wir spielen hier auswärts. Also wir sind hier gerade mal auswärts. Dafür ist dieses 3-0 ein umso größeres Statement. Wobei man auch sagen muss, dass hinten die 0 steht. Da muss ich auch einfach André Onana loben, weil der hat echt ein paar Dinger gehalten. Die waren sehr, sehr schwer. Garnacho. Matt O'Reilly, der bringt den Ball da wirklich auf Heuland. Was für ein Pass. Und Garnacho. Garnacho könnte jetzt zum endgültigen Helden werden. Er ist es ja sowieso schon und krönt sich hier wirklich nochmal. Hattrick von Alejandro Garnacho. Ein Hattrick im Champions League Achtelfinale vom jungen Argentinier. Eine Vorlage hat er auch noch gegeben. Also was ein Game. Hier muss man sagen, war auch dieser überragende Pass die Einleitung für diesen Angriff. Heuland hat den auch dann gut weitergegeben. Aber dieser Alejandro Garnacho, der ist heute nicht zu stoppen.
Wahnsinn, ja, Benitez hatte auch hier keinerlei Abwehrchance. Der Keeper der PSV Eindhoven hat da keinerlei Chance. Maguire kommt sogar nochmal rein, Lisandro Martinez. Spiel dürfte aber eh rum sein. Eine Minute haben wir noch, plus ein bisschen Nachspielzeit. Ja, Garnacho heute wirklich fast im Alleingang nimmt da hier PSV Eindhoven auseinander. Das Spiel ist rum. United mit einem 0-4-Sieg auswärts gegen PSV Eindhoven. Garnacho natürlich Spieler des Spiels. Der hat nicht nur die drei Tore gemacht, der hat noch eine Vorlage gemacht. Der hat allgemein unglaublich stark gespielt. Wahnsinn. Ich meine, PSV Eindhoven hatte mehr Ballbesitz, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die haben mehr Ballbesitz gehabt, hatten insgesamt dadurch mehr Spielanteile, aber wir waren halt viel, viel direkter zum Tor und haben daraus dann sehr viel gemacht. Und Al-Hilal schlägt Lazio, okay. Interessant. Interessant. Und ja, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit dem Duell gegen Luton Town in der Liga. Das ist nice. Da geht es immer noch darum, wie kämpfen wir um die Meisterschaft. Aber dann haben wir das Carabao Cup Finale gegen Man City. Boah, das wird big. Das wird big gegen den Stadtrivalen. Seid auf jeden Fall mit dabei in der nächsten Folge. Wer war euer Spieler der Folge? Für mich war es definitiv Alejandro Garnacho. Der war überragend. Gern euren Spieler der Folge in die Kommentare schallern. Euer Velosche meldet sich ab und bye bye.